immer. Ja, Tag 2, Main Event geht weiter, in knappen 20 Minuten. Ja, wie gesagt, ich bin short. Ich habe mir eben schon mal meinen Tisch angeschaut. Ist jetzt nichts ganz Schlechtes dabei, auch nichts ultra starkes. Ich glaube, zwei, die, wo ich ein bisschen aufpasse, die habe ich aber zu meiner rechten Seite. Ansonsten links geht es relativ. Nicht so viele, die so hohe Beine spielen. Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe 26 Big Blinds, 19 Minuten Zeit pro Level. Ich fühle mich gut soweit, auch vom Mindset her. Würde ich sagen, ich bin ready. Ich konnte ein bisschen Abstand gewinnen zu den letzten Tagen, was mir sehr wichtig war. Mein Tisch dort, den habe ich mir schon, kann man sich online immer anschauen, habe ich eben. Ich mache es eigentlich nicht so häufig, werde das aber in Zukunft wahrscheinlich mal häufiger machen. Was ich euch da an Infos mitgeben kann, ist einfach, schaut euch den Namen ein bisschen an. Online findet man immer ein paar Scores, wie viel spielen sie, welche Buy-ins, haben sie schon viel gewonnen oder nicht so viel gewonnen. Aber die Zahlen darf man nicht zu hoch ansetzen. Es gibt einige Spieler, die auch so um die 1 Million Winnings haben, mit denen ich an den Tisch saß und mir dachte, da hätte er auch 1000 stehen können an Winnings. Immer ganz genau schauen, was für Buy-ins spielen sie, in welche Häufigkeit, wie lange schon. Ja, schaut, auf wen ihr Position habt, wie die Stacks verteilt sind. Aber ansonsten auch nicht zu krassen Kopf machen. Kurz ein paar Infos holen. Wir haben jetzt 688 Teilnehmer. Man kann sich noch anmelden für die nächsten 14 Minuten. Ich glaube noch sogar ein, zwei Level heute noch. Ich glaube nicht, dass der Rekord geknackt wird vom letzten Jahr. Sieht nicht danach aus. Auch zum Thema Short Stack. Ich glaube, bei manchen ist das ein bisschen irre, wenn sie mit 26 Big Blinds 100.000 haben angefangen. Ich habe nur noch 42, nur noch. Bei manchen geht schon so ein bisschen im Kopf, die Psyche ein bisschen. Bei mir ist es gar nicht so. Ich erwische mich so ein bisschen immer, dass es zwischendurch mal wieder in die Richtung gehen könnte. Ja, du bist irgendwie gezwungen, irgendwas zu machen, bist du gar nicht. Gerade bei so Deep Stack Turnieren kannst du eigentlich relativ entspannt, kann ich jetzt 3 Stunden sitzen, auf gute Spots warten mit 26 Big Blinds, für die nächsten 90 Minuten dann nochmal 90 Minuten mit 20 Big Blind Stacker, dann sind es wahrscheinlich Blinds 1000, 2000. Ja, und ich schaue einfach, wie es kommt. So, zwischen 98 wollen wir 98. Hier haben wir auch noch den Blocky. 86? Bocky? Blocky? Bocky. Bocky. Der Bocky 86. Ist auch short. Short. Ist war alles drin für uns, würde ich sagen. Hier sitzt bei mir noch gar keiner. Ja, viel Glück dir. Ja, bin ich der Erste, der an den Tisch geht. So, hier ist mein Tisch. Das ist mein Dealer, der gibt mir gute Karten. Und ja, let's rock it. So, das ist mein Düppel. Mach jetzt mal auf. Das wollen wir vermehren. Schwierig zu öffnen. Die wollen nicht raus. Die wollen nicht weg. So. Moin Moin. Da sieht man sich wieder. Na, grüß dich. Viel Glück dir. Ebenso. Can you show me some ID first? GG. Gerade raus. Ich hab Jan vielleicht noch kurz gesehen. Ich hatte 8er mit knappen 16 Big Blinds vor der Hand. Die Blinds waren 1000, 2000. Hier öffne blutige 1 auf 4000. Hinter mir called, solider Spieler. Big Blind bezahlt auch. Im Flop kommt 5-4-2 mit 2 Karo. T-Bette 2,5 Big Blinds, 5000. Hinter mir bezahlt, Big Blind bezahlt. Einen Spot ist manchmal, wenn ich nach vorne ging, also der hinter mir sitzt manchmal, hat er 7er und 6er. Manchmal hat er aber auch 9er und 10er. Big Blind hat hier eine weite Range, kann hier mit dem Open Ender bezahlen, mit einem Treffer und so weiter und so fort. Turn kommt König, eigentlich eine sehr, 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 sehr gute Turnkarte. Hab viel mehr Könige in meiner Range. Big Blind hat fast keinen König in seiner Range. Hinter mir auch sehr wenige Könige, die auf den Flop callen sowieso. Also er kann schon mal einen König Dame hinter mir haben. Aber meistens Full den König Dame auf dem Flop. Ja, ich entscheide mich dann 10.000 zu setzen. Der hinter mir schmeißt weg. Finde ich auch eigentlich eine gute Turnkarte, um auch 9er und 10er rauszukriegen. Er ist halt dann auch noch zwischen uns. Ja, und der Big Blind geht sehr, sehr schnell all in. Er wird häufig einen Flushdraw haben, auf jeden Fall. Ich denke, er wird nicht ultra stark sein wie eine Straße. Two Pairs wird wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Tick länger überleben. Das heißt, er hat häufig Flush-Draws, die auf den Turn reingehen. Die Frage ist, ob er den König halt hat mit Flush-Draw. So ein bisschen die bittere Geschichte. Ich habe noch 6,5 Big Blinds dahinter und ist schwierig, meine Hand da noch mal wegzuschmeißen, würde ich sagen. Weil der Big Blind wird halt, ich denke, jeden Flush-Draw, den er da findet, wird er da rein jammen. Er wird halt nicht mehr callen für die 10.000. Und ich habe ja halt noch irgendwie 12 dahinter.
glaube nicht, dass er callt und dann auf Rimmer wegschmeißt. Das heißt, er hat auch ein Stack, wo er sagt, hey, geht eh rein. Ja, er hat einen Flush-Draw, aber leider König 10 in Karo. Also er hat den König getroffen auf den Turn. Und ja, Main Event ist für mich vorbei. Ich gehe jetzt ins 1000er Bounty jetzt rein. Wünsche mir viel, viel Glück. Das vorletzte Bracelet Event ist ein Turbo. Da sind gar nicht so viele Spieler angemeldet. Ja, ich werde mich jetzt anmelden. Ja, läuft wie Facts, würde ich mal sagen. Wir haben gerade Pause im 1000er Freeze-Out Turbo. Da denken Leute auch, das wäre ein Deep Stack Turnier, so lange wie manche überlegen. Also langsam mich genervt. Auch gerade wieder. Einfach so in Hand zu bluffen. Jemand race, späte Position. Einer callt. Bin am Button mit 3-4 suited, ich calle. Big Blind called. Und Flop ist Bube, Bube 9. 2 Kreuz, 1 Karo. Ich habe 2 Karo genannt, denn Razor bettet genau das, was er vom Flop geraced hat. Einer called. Und ich wusste schon, der eine ist ein bisschen schwächer. Kann nicht stark sein, nur der called. Ja, kann ab und zu mal einen Boom haben, aber auch oft Pockets, Gutshots und so weiter. Auf jeden Fall entscheide ich mich dann zu bluffen. Ich race dann auf 4.500. Razor foldet. Der eine bezahlt. Turn kommt 10 in Karo. Ich hab jetzt einen Flush-Store, da liegt ein Bube, Bube 9-10. Er checkt, ich check behind. Ich könnte hier ab und zu auch einen Buben behind checken, Bube Dame, Bube König auch. Die Turncard ist nicht so geil, um nochmal weiter zu feuern. Dame 10 würde ich behind checken. River kommt 9. Er checkt, ich bluff meine Hand 11.000. Er hat halt, manchmal kann er eine 10 haben, König 10, Dame 10, callen oder auch fulden. Dann kommt wieder, ja hier, call. Und er dreht schon wieder Asse um. Und ich denke mir, oh Leute, come on. Ich gewinne die halt immer, ich werde die Hand immer gewinnen, wenn ich Flop, Turn, River bette. Ich kriege eigentlich auf River auch einiges auch zum Fulden. Ein Asso, ein Pocket. Also ich hab 4 hoch. So, ich muss eh bluffen. So, ich möchte aber auf River noch ein bisschen was zu Fulden kriegen. Aber wenn die Leute immer irgendwie ihre Hände reinzaubern und nicht mehr Fulden können, weil sie denken, oh, ich habe ja getrappt. Das Board ist aber Bube, Bube, 9, 10, Straße liegt, 2 Neuner liegen da, 2 Buben liegen da, und dann callen sie und dann. Das spielt eigentlich sehr, sehr gut aktuell, ja, die letzten Tage. Ich gehe jetzt wieder rein, bin jetzt short, aber es ist ein Freeze-Out, das heißt, wenn ich raus, dann gibt es nur noch ein Turnier und das ist das Closer. Da werde ich aber erst morgen reingehen. Ja, wünsche mir gut Glück, ich versuche reinzukommen, ist eh ein Turbo, man braucht eh ein bisschen Lauf. Ja, und das nächste Mal GG. Das war erst gesplittet gegen Asse. Das war wild. Konnte sogar verdoppeln, weil ich war all-in für 5 Big-Lines, 2 Caller und sie ist dann all-in gegangen. Und beide haben gefullt. Das heißt, wir haben gesplittet und ich konnte verdoppeln. Dann am Button mit 12 Big-Lines Ass Bube. Cut-off Race, 3000 wir gehen rein. Er hat Ass Dame. Was ist heute mal wieder los hier? Ah, nochmal ein Split-Pot. Wahrscheinlich. Ja, was ziehen wir im Fazit? Mir geht es soweit ganz gut. Ich gehe heute noch in den Sonntagsgrand rein und morgen dann das letzte Event, das Closer. Ja, dann hoffentlich geht morgen noch was. Vielleicht nochmal ein Deep Run in einem Bracelet Event, das wäre was. Ansonsten war es das auch mit der WSOP Europe dieses Jahr. Und dann kommen schon die Bahamas. Na, meine Lieben, ich bin jetzt ins letzte Turnier für die WSOP Europe gegangen. Ins Closer, 550 bin ich schon drin. 25.000 war Starting Stack, ich habe knappe 40.000. Wir haben jetzt Blind 600, 1200 nach der Pause. Ja, das wird mein letztes Event sein hier. Ich hoffe, da geht noch was. Wir spielen heute runter bis ins Geld. Letzten 15% ist man im Geld. Und dann bis Level 18. Falls da noch ein paar Level übrig sind, wird bis Level 18 gespielt. Und dann wäre morgen Tag 2. Ich habe einen sehr, sehr guten Tisch erwischt. Also, oder ich sag's mal andersrum. Die Leute sind hier, um nochmal die letzten Reserven rauszuballern, aber vom Feinsten. Ich habe wenig Turniere gesehen, wo man merkt, dass die Leute irgendwie nochmal ihr Glück aufzwingen möchten. Unter jeder Bedingung. Ja, was heißt das für mich? Abwarten, Position sein, mir die Spots aussuchen, wenig bluffen. Ja, die Situation gut erkennen und auch dann auszunutzen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wir sind, glaube ich, 8 Leute am Tisch und 6 sind echt. Da muss man echt nur warten. Die callen halt All-Ins mit Asschen off für 20 Big Blinds, Ass 8. Da wird alles reingetan. König 9 Offsuit wird auf dem Jam bezahlt eben. Das heißt, ich muss abwarten, kann nicht so light breitbetten. So solche Hände mit Ass 4, Ass 5 oder König Dame oder so lasse ich mir. Zum Beispiel König Dame call ich oft auf dem Race noch. Breitbett ist halt nicht als Breitbett Bluff. Genauso wie irgendwie Ass 5 und Ass 4 lasse ich auch eher weg. Das heißt, dass ich Ass Bube öfters mal flatte oder 3 bette. Aber die Leute callen halt vieles auf 3 Bett.
auch halt ein King Jack off, ein Queen Ten off. Da möchte ich kein Ass 4 oder ein Ass 3 oder irgendwie ein Ass 8 oder so haben. Eher, ich möchte so King Queen, Ace Jack. Ich möchte immer noch dominieren. Das heißt, meine 3-Bet Bluffs sind eigentlich 3-Bet Bluffs, aber weil die so viel callen, sind dann eigentlich noch 3-Bet Value Hände. Also, das muss man sich ein bisschen vor Augen halten, dass das Spiel dann auch angepasst werden muss. Ja, und 2 Minuten geht es hier weiter. Ich berichte, sobald ich All-In bin, dann kriegt ihr natürlich wieder mit, was passiert. So, ihr habt gesehen, wir sind im Geld-Closer-Event. Ich bin einmal drinne mit In The Money, hab einen guten Stack. Anson ist mit am Tisch. Sind auch ein paar gute Leute auch noch heute zu mir gegangen. Hab mich ein bisschen, weiß ich nicht, gewundert, aber ich freue mich noch 2 Level für heute. Wir haben eine Pause. Müsste die letzte Pause sein. Und dann bin ich in Tag 2 vom Closer. Das heißt, das erste Turnier lief richtig gut, das letzte. Ja, und wenn das langt, das würde mich noch freuen, wenn ich hier vielleicht ein Final Table erreiche oder vielleicht mehr. Ja, das werdet ihr gleich auf jeden Fall erfahren, wie das jetzt noch zu Ende geht. Ich habe knappe 140.000 Chips. Ihr habt es gesehen mit den Assen eben, habe ich, der Typ geht einfach all in. Er hat davor jede Hand gespielt. Er schiebt rein, ich gucke 2 Asse. Geht natürlich auch rein. Welcome, nein. Yeah. I hope not. Ja, hier, genau. 6. Okay. Dann gegen Ensan die Damen, gegen Ass-Dame, gegen König 10. Heute nichts Gutes für euch. Wollen. König ist live. König 10? Okay. Komm, sieh mal. King ist. Blockt euch alle gegenseitig. Letzte Dame. Wow! Einmal! Ja, ich muss einmal wie der Feldmeister. Ja. Aber ich habe nicht viel verloren, nur 10.000 Chips, das geht in Ordnung. Ich glaube, da ist noch einiges zu holen. Tisch ist okay und hoffentlich immer schön das letzte Event hier rocken. So, wir sind Tag 2. 46 sind noch drin. Ich habe knapp 105.000. Werde ich mal eintüten. Ich weiß gar nicht, wann es morgen weitergeht. Ich glaube, heute 46 weiterkommen. Gestern weiß ich gar nicht, wie viele weitergekommen sind. Ich glaube, weniger wahrscheinlich. Und dann geht es morgen weiter. Tag 2. Guten Morgen, meine Lieben. Ja, letzter Tag ist angebrochen. Sachen werden gepackt. Die Unterkunft wird jetzt leer geräumt. Ich muss mein ganzes Streaming-Setup, das Auto räumen. Die ganzen Sachen, die hier sind, einpacken. Ja, war eine sehr, sehr wilde Zeit. 3 Wochen intensives Pokern, live. Heute geht's nochmal ins Tag 2 vom Closer. Mit knapp 13 Big Blinds. 61 Spieler sind noch drin. Ich mach das Beste draus. Ich muss jetzt schauen, dass ich jetzt nichts vergesse hier auch, dass alles eingeräumt wird. Zeit rennt ein bisschen davon. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen. GG! Ach, leider einen kleinen Fehler gemacht gerade. Ich habe zu hoch gedreibettet. Ich habe mich ein bisschen vergriffen in den Chips. Bei Open Race, Blinds waren 6 und 12.000. 25 Open Race, Button called. Ich wollte so auf 8 machen. Ich habe insgesamt 30 Big Blinds. Ich habe König, Dame offen, Small Blind. Ja, UTG Razor hat vorher mit 10-6 geöffnet, mit Ass 5, 4 wird All-In gemacht, Ass 10 off, auch Multiway auf Dame hoch bezahlt. Ich denke, gegen so einen Loser Range möchte ich 3 betten, Button, auch eine weite Range. Ich kann die Hand und Small Blind, kann sie vielleicht callen, eher suited, off-suit möchte ich sie eher als 3 bet Bluff spielen. Will auf 80.000, 90.000 glaube ich machen, mach 100.000, wir gehen in All-In für 360 oder so. Oh, ich habe 20 Big Blinds dahinter noch, also normalerweise würde ich es halt irgendwie immer folden, wenn es ein Deepstack-Turnier ist, wenn ich noch ein bisschen Möglichkeiten habe. Da habe ich auch noch ein bisschen mit 20, mich wieder zurückzukämpfen, aber ja, das ist so der Spot, den ich ab und zu halt eingebe, König, Dame. Ja, wenn ich 8 mache und er jammt, werde ich folden. Dann habe ich hin und her gerechnet, ja, ich hatte 340.000, das ist knapp, ja, ich habe 20 Big Blinds genau dahinter noch. Ich denke mir ja, ultra stark werde ich jetzt nicht einschätzen. Asse, Könige schließe ich erstmal aus, wenn er so schnell, oder was heißt so schnell, aber relativ zügig All-In gegangen ist. Sind sie eher Ass, König, kann es sein, Ass, Dame, Buben, Zehner, vielleicht da die Neuner. Ich glaube auch, er wird ultra weit All-In gehen in den Spot. Wenn ich weiß, dass mein Gegner halt keine ultra weite Jamming Range hat, fulde ich immer. Gegen ihn habe ich mich dann zum Call entschlossen, leider Ass, König.
ich komme keine Hilfe. Und ja, ich nehme 1350 Euro nochmal mit. Bin ganz zufrieden. Bin sehr, sehr zufrieden, bis auf diesen kleinen Missgeschick. Aber das passiert und das ist auch in Ordnung. Und damit ist die WSOP Europe für dieses Jahr für mich beendet. Ja, mein Wunsch und meine Ziele für nächstes Jahr ist definitiv, möchte ich anders hier rangehen. Fitter vom Kopf her, körperlich viel, viel fitter sein. Ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe gemerkt, ich bin über meine Grenzen gestoßen, komplett. Es ist nicht so, dass ich so, okay, man verliert im Poker, man gewinnt, alles in Ordnung. Daran kann man nichts machen, an Glücks- und Pech drehen. Man kann aber vom Kopf her machen, körperlich und von der Strategie kann man sich besser vorbereiten. Das heißt, das war ich nicht, aber ich habe es, glaube ich, unterschätzt. Ich nehme die Erfahrung sehr gerne mit und werde daran jetzt auch arbeiten. Ich werde wieder mehr trainieren, was das Pokerspiel angeht. Ich werde körperlich versuchen, da auch mehr zu machen, muss ich. Und dann geht es für mich jetzt nach Hause gleich. Ja, Freunde, abonniert, liked und kommentiert, was euch hier gefallen hat und was ihr euch auch für die Zukunft wünscht. Auch vielleicht mehr Content in Richtung Poker Study. Also, das heißt, wenn ich selber mein Spiel trainiere, wie ich euch mitnehmen soll auf Instagram, mehr auf YouTube. Was wünscht ihr euch? Schreibt das gerne mal in die Kommentare unten rein. Auf jeden Fall kommt da mehr. Für mich muss ich es tun. Wie ihr euch das wünscht, würde ich auch sehr gerne wissen. Und dann geht's für mich jetzt ab nach Hause.